Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Folge 9 von der Bachelorette, unserem großen Finale. Heute werden wir endlich erfahren, wer es geschafft hat, Rachels Herz zu erobern in den letzten 8 Folgen und wer heute von ihr die allerletzte Rose bekommen wird und mit ihr hoffentlich in eine tolle Zukunft zu zweit starten wird. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich habe noch nicht geschaut, wer gewonnen hat. Das heißt, ich kenne das Abstimmungsergebnis noch nicht. Ich werde jetzt gleich live sozusagen nachgucken, wie ihr abgestimmt habt. Und ich bin so gespannt. Oh mein Gott. Okay, wir werden jetzt zu Anfang erstmal erfahren, wer heute von den 4 Männern, mit denen es in der letzten Folge die 4 Einzeldates, die Dream Dates gab, also Archie, Beckham, Josh und Aiden, wer von den 4 ins Finale einziehen wird. 2 Männer. Die beiden Männer werden zu Rachel gehen und einer von den beiden wird dann am Ende die letzte Rose bekommen. Dafür habe ich so ein bisschen so einen kleinen Film für euch zusammengeschnitten. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit dem großen Finale. Okay, Leute, hier sind wir. Da liegen sie, die beiden letzten Rosen für die beiden Männer, die jetzt ins Finale einziehen werden. Rachel ist auch schon bereit. Unsere 4 Halbfinalisten sitzen hier. Aiden, Archie, Beckham und Josh. Rachel hat sich natürlich viele Gedanken gemacht, hat die 4 Dream Dates mit den 4 Männern nochmal Revue passieren lassen. Und ja, wird jetzt verkünden, wer von den 4 ins Finale einziehen wird. Und dafür schaue ich mir jetzt erstmal eure Abstimmung an. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, ich habe hier auf meinem Handy die Abstimmung gerade offen und ich hatte ja das Ergebnis, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, sonst konnte man ja immer so ein bisschen das Ergebnis sehen, wenn man abgestimmt hat und ich hoffe, es hat geklappt, dass man es nicht sehen konnte. Eigentlich habe ich es auf jeden Fall eingestellt. Okay, ich klicke jetzt auf Ergebnis anzeigen. Okay, 3, 2, 1. Es ist extrem knapp. Oh mein Gott, ist das knapp. Okay, aber also... 2 Männer sind sehr deutlich im Finale, aber zwischen denen, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Okay, aber einer hat tatsächlich eine Stimme mehr. Oh mein Gott. Okay, ihr werdet jetzt auch erfahren, welche von den 2 Männern es ins Finale geschafft haben. Denn Rachel wird das jetzt natürlich verkünden. Okay, und der erste Mann, der ins Finale einzieht und eine von diesen beiden wahrscheinlich sehr begehrten Rosen bekommt, ist Beckham. Beckham hat es geschafft, sich gegen die anderen durchzusetzen und Rachel gibt ihm eine der beiden Rosen und er nimmt sie natürlich sehr gerne an. Okay, das heißt, wir haben noch eine Rose, einen Platz im Finale übrig und der zweite Mann, der ins Finale einziehen wird, den ihr ins Finale gewotet habt, für den Rachel sich entscheidet, ist Aiden. Ich weiß nicht, bei Aiden gibt es irgendwie diese Option mit der Rose anbieten nie, aber so bietet sie ihm jetzt quasi diese Rose, diesen Platz im Finale an und auch er nimmt das natürlich sehr gerne an. Ja, das heißt, wir müssen uns von Josh verabschieden. Die beiden hatten ein sehr schönes Date und da ist auch sehr viel Anziehung, aber ich glaube, Rachel hat einfach für sich gemerkt, dass sie einfach jetzt einen Mann fürs Leben sucht und ja, ihr habt für sie entschieden, dass Josh wirklich nicht der Richtige für sie ist. Und auch von Archie müssen wir uns leider verabschieden. Ich glaube, Rachel hat ihn richtig, richtig gern und hat das Date mit ihm total genossen. Es war richtig cool in San Myshuno und er hatte auch echt viele Stimmen von euch, aber es hat leider ganz knapp nicht gereicht fürs Finale. Ja, er hat Tränen in den Augen. Oh mein Gott, das sieht so traurig aus. Okay, Leute, das sind die beiden Männer, die ihr ins Finale gewotet habt. Aiden und Beckham. Und wir werden jetzt auch gleich erfahren, wer die letzte Rose bekommt. Es ist auf jeden Fall sehr knapp gewesen, das habe ich ja gerade schon gesagt. Vorher möchte ich aber nochmal kurz die Gelegenheit nutzen, nochmal kurz Danke zu sagen, weil am Ende geht es dann vielleicht irgendwie unter. Danke nochmal an alle von euch, die mir einen Kandidaten erstellt haben oder sogar mehrere erstellt haben für dieses Projekt. Alle Männer waren richtig, richtig toll. Ich fand jeden einzelnen super. Ich bin
so happy, dass mein erstes Community-Projekt so toll gelaufen ist, dass ihr Lust darauf hattet und so dabei wart. Dann natürlich auch danke an alle von euch, die mir eine Date-Location oder sogar auch mehrere Date-Locations gebaut haben. Auch diese Locations waren alle so individuell und toll und ich bin einfach nur sehr froh, dass ihr alle in meiner Community seid und ja, dieses Projekt zusammen mit mir zu so einem schönen Projekt gemacht habt. Und dann muss ich auch noch sagen, danke an alle, die jede Woche so fleißig abgestimmt haben. So, jetzt will ich aber auch gar nicht so lange reden. Wir wollen jetzt erfahren, wer die letzte Rose von Rachel bekommt. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich werde euch das jetzt so als kleine Filmchen zusammenschneiden. Die Männer werden jetzt nacheinander, Beckham und Aiden, zu Rachel kommen. Ja, wir werden nochmal so einen kleinen Rückblick darauf wagen, wie sie sich jeweils kennengelernt haben, wie so deren Geschichte jetzt in der Show sozusagen war. Lieber Aiden, du warst der 18. von 22 Männern, der sich bei mir vorgestellt hat. Du bist für mich sofort rausgestochen mit deiner lieben und ruhigen Art. Du hast mich direkt zum Lachen gebracht und es hat mir gleich gefallen. Darum habe ich dich auch zum zweiten Gruppendate eingeladen, wo du im Haus der Türen gegen die anderen Jungs in den verschiedenen Challenges antreten solltest. Ich habe gemerkt, wie ehrgeizig du warst und dass du alles geben wolltest, um das Einzeldate mit mir zu bekommen. Doch dann musste ich dich schon nach der ersten Runde wieder nach Hause schicken. Du hast aber nicht aufgegeben und in der Nacht der Rose meine Nähe und das Gespräch mit mir gesucht. Damit hast du mir deutlich gezeigt, dass du mich wirklich kennenlernen möchtest und mir wurde klar, dass ich dich vielleicht bislang unterschätzt hatte. Darum habe ich dich auch direkt zum nächsten Gruppendate wieder eingeladen, in das schicke Restaurant, wo wir uns wieder so gut verstanden haben. Und trotzdem habe ich jemand anderen für das Einzeldate ausgewählt. Du bist dennoch dran geblieben. Du hast immer wieder das Gespräch mit mir und meine Nähe in der Nacht der Rosen gesucht und so habe ich dich schließlich, auch ohne Einzeldate, immer mehr in mein Herz geschlossen. Lieber Beckham, als 10. Mann, also fast genau in der Mitte der 22 Kandidaten, haben wir uns an dem ersten Abend kennengelernt. Du warst so freundlich und charmant und das hat mir gleich richtig gut gefallen. Unser erstes Date hatten wir im Haus der Türen, wo du dich so gut geschlagen hast und einfach eine Challenge nach der anderen erfolgreich meistern konntest. Das hat mich sehr beeindruckt. Bei unserem ersten Date zu zweit warst du dann aber plötzlich ganz schüchtern. Wir haben uns gut verstanden und konnten uns ein bisschen besser kennenlernen. Wir waren irgendwie gleich auf einer Wellenlänge und haben gemerkt, dass wir dieselben Ziele im Leben haben. Die Stimmung wurde auch schnell entspannter und im Whirlpool sind wir uns dann auch näher gekommen. Du bist der erste Mann, den ich in der Show geküsst habe und allein dadurch wirst du immer etwas ganz Besonderes für mich sein. Auch beim Bowling-Date warst du wieder dabei und hast wirklich alles gegeben, um endlich das Einzeldate mit mir zu gewinnen. Und das, obwohl Bowling wirklich so gar nicht dein Ding war. Doch wieder durfte ein anderer Mann bleiben. Und obwohl ich dir nie das Einzeldate geschenkt habe, das du dir wahrscheinlich so gewünscht hast, hast du trotzdem nie aufgehört, um mich zu kämpfen. Im Halbfinale wollte ich dann endlich wissen, was da zwischen uns ist, also lud ich dich zu unserem Dreamdate nach Hanford zum Campen ein. Und das habe ich nicht bereut. Wir hatten das erste Mal Zeit zu zweit. Wir hatten so einen wunderschönen Tag in der Natur. Wir haben uns so gut verstanden und wir haben beide gleich gespürt, dass da eine ganz besondere Verbindung zwischen uns ist. Wir sind uns auch endlich etwas näher gekommen und hatten schließlich unseren ersten Kuss. Unser erster Kuss war wunderschön und ich werde ihn nie mehr vergessen. Von da an habe ich dich nicht mehr aus meinem Kopf bekommen und dich jedes Mal mit auf das Date genommen. In das Restaurant, wo du dir eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hast, oder in das Yoga-Studio, wo du so viel Interesse an den Dingen gezeigt hast, die mir wichtig sind. Als ich dich nicht für das Einzeldate ausgewählt habe, wolltest du unbedingt in der nächsten Nacht der Rosen mit mir allein sein und ich habe gleich wieder dieses Kribbeln zwischen uns gefühlt.
Beim Bowling-Date war ich dann aber ein bisschen enttäuscht von dir, weil du irgendwie so abweisend zu mir warst. Aber wahrscheinlich waren deine Gefühle für mich schon so stark, dass es dir schwer fiel, mich noch mit den anderen zu teilen. Bei unserem Dream-Date im Schnee war dann alles wieder wie immer. Es hat sich schon fast so angefühlt, als würden wir als Paar Urlaub machen. Alles war so vertraut und stimmig. Wir haben wunderschöne Erinnerungen beim Rodeln und Schlittschuhfahren gesammelt und konnten uns trotz der Kälte gut gegenseitig wärmen. Wir haben uns noch besser kennengelernt und du hast mir so viele schöne Dinge gesagt. Lieber Aiden, ich werde diese schöne Zeit mit dir dort wirklich niemals vergessen und sie für immer in guter Erinnerung behalten. Aber es gibt da leider einen Haken. Du hast wirklich einen ganz festen Platz in meinem Herzen und ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Aber ich muss dir sagen, dass meine Gefühle für dich am Ende leider nicht für die letzte Rose reichen. Ich habe dich sehr gern, aber ich habe mich nicht in dich verliebt und kann mir daher keine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen. Es tut mir leid. Yes, there we go. Lieber Beckham, spätestens seit unserem Schneedate weiß ich ganz sicher, dass von den 22 Männern, die ich hier kennengelernt habe, du derjenige bist, dem ich mein Herz geschenkt habe. Immer wenn ich bei dir bin, fühle ich mich endlich wieder angekommen und ich weiß, dass du dasselbe für mich fühlst. Ich muss dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe und möchte dir deshalb diese letzte Rose schenken. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Oh my God! Ihr habt es gerade gesehen, die finale Entscheidung ist gefallen. Beckham hat die letzte Rose von Rachel bekommen. Ich habe auf jeden Fall Beckham auch die ganze Zeit weit vorne gesehen und bin deswegen sehr einverstanden mit eurer Entscheidung. Aber wie gesagt, es war ultra knapp. Ich zeige euch mal ganz kurz die Abstimmungsergebnisse. Also Beckham hat gewonnen mit 9 Stimmen. Aiden ganz knapp dahinter mit 8 Stimmen, wirklich eine Stimme Unterschied. Etwas weiter dahinter, aber auch noch viele Stimmen. Archie und Josh hat einfach 0 Stimmen bekommen. Sehr bezeichnend. Also ihr mochtet ihn, glaube ich, als Kandidaten sehr gerne und er war ja auch sehr unterhaltsam. Und ja, ich mochte ihn auch. Aber er war dann doch irgendwie nicht sowas für die Zukunft vielleicht. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr zu dieser Entscheidung sagt. Hat Rachel die richtige Entscheidung getroffen? Hat sie dem richtigen Mann die letzte Rose gegeben? Hat das hier eine Zukunft? Oder hätte sie sich doch lieber für Aiden oder sogar für Archie oder Josh entscheiden sollen? Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe auf jeden Fall geplant, dass ich die beiden in eins meiner Let's Plays einbeziehen werde. Ich weiß noch nicht in welches, aber ich finde, wir müssen die beiden auf jeden Fall irgendwie wiedersehen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die das jetzt regeln, denn mit seinem Zwillingsbruder hat sie ja auch eine sehr gewisse Chemie gehabt. Also ich weiß nicht, wie das bei dem Familientreffen ablaufen soll. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht werden wir dazu in Zukunft ja nochmal was sehen. Ja, das heißt, wir sind jetzt tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Und am Ende des Projektes angekommen. Ich danke euch so sehr, dass ihr bei dem Projekt dabei wart, dass ihr die Folgen geschaut habt, dass ihr kommentiert habt, abgestimmt habt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, aber man kann das nicht oft genug sagen, dass ich mich darüber wirklich sehr gefreut habe und es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns demnächst in irgendeinem anderen Video hier auf meinem Kanal wiedersehen. Ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag, eine ganz schöne Woche. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal bis bald und ja. Macht's gut. Tschüss.